Ich bin begeistert, dass wir heute endlich mal nach so vielen Ruhezeiten durch diese Coronavirus sehen können und draußen gemeinsam demonstrieren können für ein Land, das für uns Europäer eine große Bedeutung hat. Es ist ein Grenzenland, wie ein Nachbar, der leidet und der Unterstützung braucht, Unterstützung nach Unterstützung fragt. Parts of Europe, wie Bernd gerade gesagt hat, ist eine paneuropäische Organisation, die unterstützt in Europa Länder, die Hilfe brauchen und die Unterstützung auch haben wollen. Und wir sind da für euch. Wir sind da in dieser Situation, wo Europa, die Demokratie, durch die Souveränisten auch leider wackelt. Aber wir mussten zusammenhalten. Deswegen, unsere Präsenz wird nicht nur heute sein, sondern auch für die Zukunft. Ich habe hier die Kollegin Katja versprochen, dass wir bald auch eine Organisation unter unserer Ägide, unsere Pulse of Europe, organisieren werden, pro Belarus. Und das werden wir auf jeden Fall machen. Und wir werden also euch unterstützen, solange die Demokratie auch bei euch gewinnen wird. Ich bin ein Italiener, der hier seit 30 Jahren hier in Deutschland ist und politisch aktiv gewesen bin und bin ich immer noch auf der Seite von der Demokratie. Und ich sage, nur mit Kämpfen haben wir Rechte und gute Taten auch gemacht. Deswegen wichtig ist es, sich zu sehen, zu treffen, miteinander zu kommunizieren und vor allem jeder zeigen, dass zusammen Europa wachsen kann, ohne Souveränismus, ohne Diktaturen, nicht nur für uns, aber auch für unsere Kinder und für die Zukunft. Es gebe, es lebe Europa, es lebe Belarus. Vielen Dank, Jungs.